Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Ist das eine geile Aussicht, oder? Ja, ich gucke selber allein. Ja, ist es noch nachts? Es ist nachts. Okay. In der letzten Folge haben wir, weil nicht, random durch das Ödland ein bisschen irgendwas gemacht. Ist schon ein bisschen her, ich weiß es nicht mehr. Ich drehe durch. Irgendwie so hieß der Part, glaube ich. Ja, wir haben diese eine Siedlung getroffen, also diese eine Olle in dieser Siedlung. So, ich habe ein bisschen mal umgeändert. Mir mal so ein paar mehr von diesen Dingern hier gemacht und Curry steckt irgendwie da fest, glaube ich. Und ja. Ich habe meine Power Armor hier mal. Diese hier voll hochgeballert. Wird auch irgendwann mal benutzt. Aber noch nicht jetzt. Weil, warum nicht? Ich habe aus Queen zwei Level-Ups rausholen können. Damit ich meinen Stärkewert ein bisschen erhöhen kann. So, Danze, wo bist du? Der sollte eigentlich bei mir sein. Dann nicht. Egal, ich hätte mich vielleicht schon da importen sollen, aber lassen wir das. Erstmal holen wir uns ein Level ab. Ich habe schon was vorgenommen, was wir machen in diesem Part. Und ja, ich muss erstmal Stärke um 1 erhöhen. Weil dann kann ich diesen hier, diesen Perk holen. Starker Rücken. So, her damit. Und jetzt können wir starker Rücken nehmen. Du bist ein Packesel, du hältst 25 Tragekapazität. Ausgezeichnet. Du hast bis mal 35 Trage Kapazität dazu bekommen haben, weil ich einmal stärker erhöht habe, was glaube ich 10 Trage Kapazität nochmal hinzufügt. Und ja, jetzt haben wir 285. Ja. Und ich habe extra deswegen auch so ein paar Dinger hier mal mitgenommen, ein paar mehr. Okay, eine Waffe habe ich vergessen anscheinend. Egal. Nee, warte. Was ist das? Ach, hab ich die auch mitgenommen. Bäh. Egal. Ja. Das heißt, ich habe jetzt wie viele Waffen? 3, 9 Stück, die ich jetzt mitnehmen kann. Richtig geil. Und noch irgendwas. Packen wir uns erstmal zur Pritwin. Weil ich möchte mal technische Dokumente abgeben und für die Bruderschaft hier mal so eine Mission machen. Und zwar auch an diesen einen Typen jetzt hier, wo wir die technischen Dokumente abgeben können. Der gibt uns ja immer so Missionen von, wo wir irgendwie, weil ich Technologie finden sollen oder so. Diese eine Mission, die wir einmal gemacht haben und verreckt sind, also der Typ, den wir eskortieren sollten, ist verreckt und deswegen nie wieder gemacht haben. Die will ich mal machen. Aber ich glaube, die haben sogar noch mehr Aufgaben, weil ich bin ja offscreen jetzt hier so ein bisschen am Leveln und so. Ich habe die ganze Zeit Minuteman-Mission gemacht. Und ich will mal gucken, ob ich vielleicht noch andere Optionen hier habe. Und da kommt die Bruderschaft ins Spiel mit ihren Proktor, was weiß ich, wie der heißt. Egal. Ich bin stolz, unser ältester Maxton. Ja, du mich auch. Und weiß ich nicht. Zu diesem Glitch gibt es, glaube ich, immer noch keine Lösung, wo man mit Paladin Dance irgendwie die Mission abgeben kann. Verschollene, na. Wie heißt das? Patrouille. Ja. Ich kann ja immer noch nicht mit denen Hey, reden darüber. warte auf deinen Bef. Hast du mir was zu sagen? Das kotzt mich so an. Ja, hab ich schon wie lange jetzt? Hey. Na, ich glaube hier hoch, oder? Ich bin immer blöd, dass man immer hier sich diesen Zwischenraum gehen muss. Mir am liebsten direkt da reinporten oder so. Deswegen gehe ich hier nicht gerne hin. Das nimmt irgendwie zu viel Zeit in Anspruch. Jetzt werde ich auf hier diese Landeplattform geportet. Dann werde ich, muss ich hier noch durch und dann muss ich da noch mal durch. Dann muss ich, glaube ich, raus, um mich überhaupt Anzügliches teleportieren zu können. Personal. So, wo ist Bitte der denken Sie an Ihre Typ nochmal? Brüder und Schwestern unter Ihnen. Dann Verstorben allgemein mal hier dürfen ein bisschen wegen mit einigen sämtlicher reden, habe ich das Ausrüstung Gefühl. Na, warte gründlich. mal, dieser Danke. Waffen-Heini, der gibt doch bestimmt auch Jetzt, da die Aufträge, Pritwin oder? in Oder der der Stadt hier? ist, hat das Institut keine Chance mehr. Ich sollte mal hier Hallo, ein paar an Leute manchen Tagen anquasseln und fehlt es so. mir draußen im Gelände zu sein. Für gewöhnlich beim Mittagessen. Okay, hat hier irgendjemand noch einen Namen? Entschuldigung, Du denn? Knappe. Sobald Liberty Prime funktioniert, werden wir es dem Institut zeigen. Liberty Prime. Das ist doch dieser riesige Roboter aus Fallout 3. Stimmt, ja, ich glaube, warte. Liberty Reprimed, ja.
Muss ich ja irgendwann mal weitermachen. Wegen Story-Modus und so. Aber weiß ich nicht, ich möchte die Story noch nicht so schnell erledigen. Was heißt ja schnell? Aber wisst schon. Weil besser danach wird's, glaube ich, nicht mehr. Deswegen kann ich auch gleich lassen. Ja, ne, wo ist Dr. Lee überhaupt? Hast du etwas ausgewählt? Zusätzliche Arbeit. Erzähl mir mehr über die Arbeit nebenher, die du erwähnt hast. Dem Ruf von Kronkorken ist nur schwer zu widerstehen. Wie heißt es gleich? Einen Krieg gewinnt man nicht mit leerem Magen. Die Lebensmittel füllen sich nicht von selbst auf. Daher brauche ich Leute, die sich um die Farmen in der Gegend kümmern. Wir beschlagnahmen einen Teil ihrer Ernte. Sie muss in Kisten verpackt sein, wenn ich das Abholteam losschicke. Deine Mission sorgt für die Kooperation der zivilen Farmer. Mit allen nötigen Mitteln. Mit allen nötigen Mitteln? Du gibst mir hierbei also freie Hand. Ganz genau. Tja, wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Glaubst du, du schaffst das? Okay. Bin dabei. Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Wir machen irgendwelche Sachen an, damit wir beschäftigt sind für heute. Denk dran, garantierte Kooperation. Okay, entweder gebt mir mal zuerst und ich schlacht euch ab oder was? Tegan. Diese Farm ist nichts, womit du nicht fertig werden würdest. Hast du was Außergewöhnliches? Ich habe da ein paar spezielle Mods, an denen ich gerade arbeite. Das ist eine Art Hobby, mit dem ich mir die Zeit vertreibe. Sind echt starke Dinger. Schraub dir ein paar davon an deine Waffen. Und du wirst aus dem Grinsen nicht mehr rauskommen. Ich brauche was mit Feuer. Ist noch irgendwas zu verkaufen? Ich glaube nicht, ne? Ich habe schon alles irgendwie von dem weggekauft. Außer so T60-Dinger, welche ich im Übermaß habe. Power-Rüstungsgestell. Von brauche ich, glaube ich, nichts. Gut. Was auch immer. Da kann ich bestimmt rein. So, wo ist Dr. Lee? Ich würde die auch mal gern sehen. Wird da bestimmt auch einige Geschichten, Sachen Fallout 3 zu sagen haben, oder? Technologie ist bei der Bruderschaft in guten Händen, glauben Sie mir. Willkommen an Bord, Bruder. Wenn es nach mir ginge, würde ich die wilden Hule, Mutis und Zins allesamt ins Weltall schießen. Ich muss hier einfach mal bisschen rein. Nach dem Schluss hole ich mir ein dickes Salisbury Steak. Wo ist nicht? Ich dachte, die wäre hier irgendwo. Wollte hier so wissenschaftlich aussehen. So, ich bin aber gar nicht wegen den einen Typen hingegangen, ich bin wegen den anderen hier hingegangen. Dr. Ingram. Welcher unter mir ist, glaube ich, da. Ach so, ja, stimmt. Wenn du technische Dokumente findest, solltest du sie zu Proctor Quinlan bringen und analysieren lassen. Aber Dr. Lee, verdammt. Wenn du dir keine Kugel einfangen willst, solltest du einem Garner nicht den Rücken zudrehen. Das ist ja so ein verwirrendes Layout für mich. So. Wupp. Renn mich nicht um. Was zum... Ach so, da lang. Was geht? Ich hätte nie gedacht, dass Dr. Lee zur Bruderschaft zurück... Hast du Dokumente, die... Ich habe technische Dokumente für dich. Und auch noch wunderbar erhalten. Hier sind die versprochenen Krumm. Alter! Denk dran, dass... Durchsuche jedes Gebäude... Proctor! Ah, Ritter. Hast du vielleicht... Ich will noch eine Patrouille überleben. Gut, gut. Da draußen warten eine Menge Informationen. Vor allem, weil die letzte auch so gut gelaufen ist. Hilf den Gelehrten vor der Pritbank. Du eskortierst und beschützt ihn, während er die Daten sammelt. Am wichtigsten ist, dass du ihn heil zurückbringst. Oh ja. So, kein Problem. Dr. Lee, verdammt. Ich bin echt beeindruckt. Ja, alle sagen, ja, nicht Dr. Lee. Was gehört, Dr.? Aber wo ist die, verdammt? Ich hab nichts, tut mir leid. Gibt's irgendwas Neues, Doktor? Nichts, das dich interessieren würde. So. Gibt's irgendwas Neues, Doktor? Ich bin nicht so auf dem Laufenden. Die Kranken und Verletzten lassen mir kaum Zeit. Kein Interesse. Okay. Dr. Lee müsste doch irgendwo hier sein oder so. Ne? Bin schon wieder hier. Du inspirierst uns alle, Ritter. Mach uns stolz. Ritwin ist ein grandioses Schiff und wir können uns glücklich schätzen. Ist bestimmt bei dem Dings hier, bei dem Anführer, ja.
Und ihr kennt ja auch den Anführer aus dem dritten Teil. Maxton, nee, Maxton heißt der hier. Im Polizeirevier Cambridge findet man bei Bedarf. Wie ist nochmal der? Da komme ich nicht auf. Also nicht, wie ist nochmal der aus dem dritten Teil? Mit Liberty Prime steht und fällt unsere Operation. Sie sollten Ingrams Befehle daher exakt befolgen. Ältester Maxton? Bitte helfen Sie Proctor Ingram auch weiterhin, wo immer es möglich ist. Okay, wow. Na gut, dann runter. Machen wir Zeugs für die Bruderschaft. Ich hätte meine Rüstung mitnehmen sollen. Aber was soll's. Aber steht auch gar keiner mehr. Supi. Na gut. Dann machen wir mal Zeugs. Für die Bruderschaft. Ist ja auch schon lange her. Ja, wahrscheinlich erstmal alles im Ödland erkunden, bevor ich irgendwie die Story zu Ende mache. Weil wenn das so wie in Fallout New Vegas ist, dann ist das ein bisschen doof. Oder in Fallout 3. Weil danach passiert nicht mehr so viel. Dann ist so die Luft raus aus dem Spiel. Deswegen will ich die Story doch schon ein bisschen noch hinauszögern. Vor allem, wir sind irgendwie blöde, wenn ich, weil nicht, sagen wir mal, in den nächsten Part oder so das Finale spielen würde. Und dann kommen auch irgendwie 100 Parts, wo ich irgendein Random-Zeug mache. Das ist, weiß ich nicht, das ist irgendwie so ein komischer Abschluss für das Projekt. So. Was? So, ja, der Typ wieder, jetzt wird er wieder angezeigt. Ja. Warte mal. Was? Proctor Ingram? Dr. Ingram, aber ich muss doch hier mit dieser einen sprechen. Das Commonwealth ist ein gefährlicher. Genauso wie Kate. Ja, die ist auch so. Was zum Teufel? So. Was geht ab, Kollege? Bereit? Nee, Missionsdetails. Standardforschungspatrouille. Ich sammle Daten, du sorgst dafür, dass wir überleben. Okay. Legen wir los. Ja, Sir. Ich markiere den Ort auf deiner Karte. Bitte nach dir. Was? GNN? Schon wieder? Oh, warum? Das ist das Hauptquartier von den Gunnern. Oha. Vor allem, da war ich letztes Mal. Dieser Augenbot, die ich als schicken kann, die mir irgendwie Ressourcen oder so suchen. Das läuft irgendwie so anders, wie ich gedacht hätte. Die werden einfach irgendwo hingeschickt und dann zeigen die mir einen Ort, wo ich diese Ressource finden kann. Dann ist sie dann irgendwo in diesem Ort da so drin platziert. Das habe ich mal offscreen gemacht. Wegen Aluminium. Und ja, da war auch in Gunners Plaza. Und dann bin ich da reingegangen, hab alle fertig gemacht. Liegen die ja noch alle. Und dann, ja. Ich hab die alle platt gemacht und warte. Uff. Oh, verdammt. Dann habe ich den Ort gefunden, wo Aluminium drin war. Da war so eine Kiste, so eine extra platzierte, nehme ich mal an. Und ja, ich habe die geöffnet. Da waren zwei Aluminium drinne, ganze zwei Stück. Also das war geil. Ja, irgendjemand. Will ich verarschen? Wie soll ich denn das schaffen? Und da oben tut jemand mit dem Ding schießen lassen. Da ist der eine Typ, der ist auch gleich schon wieder tot. So. Jetzt haben wir eine schreckliche Shotgun. Ich weiß gar nicht, warum ich so viel VATS benutze, weil ich, glaube ich, sicher gehen will, dass der eine überlebt, ne? Deswegen schnell wie möglich hier töten.
Ach ja, ich kann jetzt viel Sachen tragen. Ich kann auch theoretisch voll wenig Sachen tragen. Es bringt nichts, sich zu verstecken. Ja, dummer großes Maul, Elus. Schon halb tot, verdammt. Darf doch nicht wahr sein. Und der geht da volle Möhre rein. Also von allen Orten, das ist ja einer der schwierigsten Orte, meiner Meinung nach. Und ich soll da alleine mit denen reingehen, ehrlich? Ja, ich muss ja hier schon aufpassen, dass ich nicht verrecke. Ich möchte mein Leben schützen. Akku einstecken. Halt. Ja. Kämpfen bis zum Hinterhalt. Ausschwärmen. Alter. Was haben wir denn hier alles noch? Unterstützungsfeuer! Du denn? Ist ja nicht so, als müsste ich hier irgendwie aufpassen oder so, wenn er nicht blöd. Ja, der geht volle Möhre da rein und stirbt gleich. Ich sehe das doch. Auch bei mir in den Hintereingang statt in den Hintereingang. Boah, jetzt hat er sich mal. So, ich kann mich ja jetzt schneller ein wegen der Macht des Schwierigkeitsgrades. Sehr schwer, ich so sehr, dass ich das ändern musste. Vor allem, ich muss ja nur einige Leute looten, ne? Komm ich auch nicht dazu. Ich habe was gehört. Der wahrscheinlich jetzt die ganze Zeit hier irgendwo reinrennt. Hallo. Wo ist der überhaupt? Ma! Ich halluziniere wohl. Also. So, Teslas Macht. Habe ich auch mal wieder gefunden. Die war ganz ehrlich. Die lag irgendwo draußen. Oh. Die Fallen bringt es irgendwie auch nicht mehr in dem Spiel. Man auch mal. Irgendwie schwieriger. Also wenn du in so eine Falle in Fallout 3 reingetreten bist. Wir sind schon fast tot gewesen. Hier werde ich die meiste Zeit gar nicht getroffen. Also bei so was hier. Was zum? Na, Piermann! Ja, pff. Ja, schaff ich locker. Mein Ding mache ich so gerne. Ist ja nicht so, als wäre hier voll schwer. Oh mein Gott, warum ziehe ich zu wenig ab? Guck ich das mal an. Ey, das ist kacke. Er hat sich diese Art Missionen ausgedacht, weil immer die Begleiter ja hier so intelligent sind, ne? Die überleben ja alles und laufen überhaupt nicht in die Gegner und all sowas rein, ne? Ja, schon wieder Mission fehlgeschlagen. Weil es einfach nur doof, dass wir hingeschickt worden sind. Das fand ich jetzt ein bisschen übertrieben. Ich konnte denn jetzt nicht sagen, dass er warten soll oder irgendwie sowas, ne?
Auch noch einer. Ja, das war ein Bombenerfolg. Noch mal in der nächsten Folge vielleicht noch mal. Ganz schillig. Mein Gott, da ist die ganze Zeit Mark 1 geschützt, wird's mich. Das kriegt er nicht down. Oh Gott. Ja, das ist Mark 3 geschützt, da kann ich verstehen. Aha! Dämlich, ja. Aha. Ja, aber das war's natürlich voll wert. Die Sachen sind auch nicht spawned, glaube ich. Bisschen. Oh ja, das war eine totale Zeitverschwendung. Ja, noch ein paar. Den Part schon gleich beenden. Maha! Hi, was geht? Oh, das ist eine Powerfaust. Aua! Die andere auch, Freunde. Autsch. Durchdringende Powerfaust. Ja, dann verlasse ich mal den Ort, gehe nochmal zurück, sag denen, dass unsere Mission schon wieder gescheitert ist. Und ja, die lasse ich jetzt hier. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder an der Pridwin. Wo wir nochmal so eine Mission hier machen. Ich will mindestens einmal hier eine schaffen. Ich bedanke mich dann allerletztlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.